GOBD, ganz brisantes Thema. Wollen Sie uns da mal den Status darlegen? Also für uns ist die entscheidende Zahl eigentlich, dass wir jetzt so um die 35% unserer Kunden auf ein GOBD-konformes Umfeld umgesetzt haben. Wir zwingen ja niemanden, GOBD-konform zu arbeiten. Wir bieten eine GOBD-konforme Lösung an im Rahmen des GOBD-Maßnahmenpakets, weil im Grunde auch der Betrieb aus unserer Sicht entscheiden können sollte. Wir wollen aber unbedingt die GOBD-Konformität sicherstellen, haben ja auch uns zertifizieren lassen von einem Wirtschaftsprüfer und haben eben nicht nur einfach eine Schnittstelle zertifizieren lassen. Da gibt es Marktbegleiter, die rühmen sich damit, dass sie eine Schnittstelle zu der IDEA-Software, also der Software der Finanzbehörden, sich haben zertifizieren lassen. Es kommt ja auf viel, viel mehr an als auf nur die Schnittstelle. Wir haben eigentlich den ganzen Ablauf zertifizieren lassen, die ganzen Module, also von der Dokumentenentstehung an, wo wird es archiviert, wie wird es archiviert, wann wird es verändert, was wurde verändert. Auch das, also auch zu ermöglichen, dass eine Rechnung auch mehrfach ausgedruckt werden kann. Das ist ein Standardfall heute. Eine Rechnung muss geändert werden können, eine Rechnung muss nochmal gedruckt werden können. Das gehört alles in diesen Prozess rein und dieser Gesamtprozess, der muss GOBD-konform sein. Einige Kunden werden jetzt auf jeden Fall in den nächsten Monaten noch wechseln, also aktivieren. Die haben schon sich für die Lizenz entschieden, aber noch nicht aktiviert. Ja, und das ist ein Prozess, der unbedingt notwendig ist aus unserer Sicht. Wir betonen es immer wieder und ständig. Und glücklicherweise springen uns jetzt auch mittlerweile die Steuerberater zur Seite, die jetzt auch erkannt haben, dass ein GOBD-konformes Softwarepaket sehr relevant und sehr wichtig ist. Denn der Betrieb, und das ist die Krux, der Betrieb muss beweisen, dass er GOBD-konform arbeitet. Das steht schon so im Erlass wörtlich drin. Wer sich mal die Mühe macht, diese 37 Seiten mal zu überfliegen wenigstens, der erkennt so viele Dinge, die er unbedingt lösen sollte und die auch sehr deutlich und prägnant benannt sind. Und daran sollte man sich auch unbedingt halten, dass unsere Erfahrung, es vergeht nicht eine Woche, wo nicht ein Kunde sich meldet, der jetzt gerade eine Prüfung durchmachen muss und wo der Steuerprüfer eigentlich als Routinefall eine Datenträgerüberlassung fordert und auch den Beleg dafür fordert, dass der Betrieb GOBD-konform gearbeitet hat. Dann werden Prüfungsjahre von vor 3 Jahren von mir aus geprüft und erkennen dann, ach, hätte ich mal vor 3 Jahren schon. Also das ist ein sehr heikles Thema, man kann es nicht oft genug betonen. Also ein hohes Risiko für den Maler. Für den Betrieb aus unserer Sicht ein wirklich hohes Risiko. Nicht ernsthaft für den Betrieb, der sich an alle Vorgaben hält, der keine einzige Rechnung hat, die abweichend ist, aber schon das Neudrucken einer Rechnung durch einen abweichenden Umsatz, wo vielleicht der Steuerberater das letzte Dokument nicht bekommen hat, wo nur eine Abweichung von wenigen Euros aber bestehen kann und wo die Software heute durch im elektronischen Vergleich, der liest also beide Datenstände ein, dass die Daten von der Finanzbuchhaltung eingelesen werden, ist ja schon Routine und Standard. Das machen die seit Jahren. Der Steuerberater übermittelt die ganze Buchhaltung elektronisch, der Steuerprüfer guckt sich die ganze Buchhaltung dann elektronisch an. Ist ein Routinevorgang, aber heute vergleichen die eben automatisiert damit das, was der Betrieb an Rechnung gestellt hat. Und der Computer ermittelt in Millisekunden, wo abweichende Rechnungsnummern sind, wo Rechnungsnummern doppelt sind, wo Rechnungsnummern fehlen, wo eine Rechnung in der Steuerbuchhaltung drin ist, die aber in der Branchensoftware nicht drin ist, wo die Beträge abweichen. Das ist eine Frage von Millisekunden. Und wenn er das ermittelt hat, dann fragt er nur noch ganz konkret spezifische Rechnungen ab. Und das ist einfach ein großer Unterschied zu den Prüfungen, wie die bisher stattgefunden haben. Da wälzt keiner mehr Ordner, die Zeiten sind vorbei.